Schönen guten Abend. Heute zeige ich euch auf der PS3 mit meinem Kumpel folgendes Spiel. Street Fighter 4. Please press start. Dieses Prügelspiel, welches schon seit einiger Zeit von Capcom erschienen ist, möchte ich euch heute zeigen, wie man richtig schön auf die Mütze bekommen kann. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Fan von diesen Spielen. Ich kann es auch nicht so wirklich gut. Aber ich habe einen Vorteil meinem Kumpel gegenüber. Ich kann es wenigstens spielen. Und deswegen viel Spaß bei Street Fighter 4! So, willkommen zu Street Fighter 4! Hier haben wir das Match gegen Mighty Beason und Cammy, oder wie man sie ausspricht. Kein Plan. Und jetzt könnt ihr euch einfach mal reinziehen, wer so richtig auf den Sack kriegt. Ich spiele Cammy und mein Kumpel spielt Mighty Beason. Und hier sieht man gleich mal ein paar Sachen, was man machen kann. Man kann Gegner betäuben. Dann gibt es einen Betäubungsmove, der immer die gleiche Tastenkombination hat und bei jedem gleich ist. Also nicht von der Animation, nur von der Taste her. Es gibt von sehr aufwendige Kombos bis sehr einfache Kombos. Also es gibt Leute, mit denen es eher einfach zu spielen. Dann gibt es noch richtig heftige, wo man aufladen kann, was ich nicht so kapiere. Dann sieht man unten, rechts bei mir jetzt, die Superleiste, wo ich die Super-Kombo aktivieren kann. Und beim anderen, der hat die Ultra-Leiste, die Revenge-Leiste aufgefüllt. Das ist, wenn man viele Treppe einsteigt, füllt sich diese Leiste und dann kann man den vernichtenden Schlag sozusagen, der mal gut die Hälfte abzieht. Aber es sind halt zum Teil echt komplizierte Sachen. Natürlich kann man blocken, das ist ganz einfach, finde ich auch ganz gut. Kommt natürlich auf Timing drauf an. Dann gibt es eigentlich drei Tretknöpfe. Leichter, mittlerer und schwerer Angriff. Die dann je nach Schnelligkeit, und das war jetzt mein Super-Combo-Move. Zack. Und der sieht halt richtig geil aus. Zieht nicht ganz so viel ab wie der Ultra. Aber immerhin. Auch gute Sachen ist, man kann zum Beispiel zwei Feuerbälle oder so können sich gegenseitig neutralisieren. Je nach Stärke, wenn sie gleich stark sind, neutralisieren sie sich. Oder der, wo halt stärker ist, kommt dann durch. Das finde ich ist eine sehr geile Sache. Kommt halt ganz auf Timing drauf an. Was ich ein bisschen schade finde, ist die Unausgewogenheit mancher Spieler. Da muss man schon ziemlich gut sein, um mit denen ein Match zu gewinnen. Und hier war es echt knapp. Trotz, dass ich ihn immer auf die Fresse gegeben hat, hat er trotzdem gewonnen. Oh Gott, ich drehe andauernd ins Leere. So, jetzt mal ein paar Infos zum Spiel. Street Fighter 4 von Capcom, USK ab 12. Dann schauen wir hinten drauf. Hatten zwei Spieler on und offline. Man kann zum Beispiel gegen den Computer, gegen anderen Mitspieler oder zwei Computer gegeneinander, was ich irgendwie ein bisschen komisch finde, aber okay. Das Spiel läuft mit 720p.
3, so 2D, 3D Cell Shading Look, wie man sieht. Steuert sich sehr gut. Wer sehr fanatisch ist, sollte sich aber auf jeden Fall das Pad holen. Welches, weiß nicht, für 80 Euro zu haben ist. Das ist dann halt der volle Street Fighter Genuss. Kann man auch mit Tekken, glaube ich, spielen. Und es gibt ein paar neue Kämpfer. Ich glaube, 6 Stück oder so. Ganz neu. Wenn man im Karrieremodus spielt, hat man immer am Anfang und am Ende ein paar Manga-Zwischensequenzen, die sehr gut gemacht sind zum Teil. Und es verpackt halt alles in eine schöne Geschichte. Animationen sind auch gut. Es macht Spaß, weil es sehr einsteigerfreundlich ist. Geht aber auch wirklich bis zum Hardcore. Was kann man noch sagen? Es gibt ein paar neue Sachen. Es gibt die 6 Herausforderungsmodi, wo man neue Kostüme freispielen kann, neue Farben und natürlich den recht guten Online-Modus, wo man Embleme und Titel sich freispielen kann. Und es ist alles in Deutsch. Man kann auch Englisch und Japanisch. Also Englisch ist freigeschaltet und Japanisch kann man auch freischalten. Dann hat man auch die Originalstimmen in Japanisch. Was natürlich lustig ist, wer gern Japanisch lernen möchte oder auch nicht. Und jetzt könnt ihr euch einfach mal noch ein bisschen von meinem Gelaber erholen. Mann, da kriege ich aber auch auf den Sack. So, jetzt sieht man auch mal gleich hier, wer gewonnen hat. Da sieht man offensiv, defensiv und technisch, hat man kurz gesehen. Schade, dass es so schnell weg ist. Da bekommt man noch Noten, je nachdem, wie gut man gekämpft hat. Ich habe jetzt defensiv war C und technisch war auch C. Das ist nicht so toll, aber immerhin. So, hier sieht man jetzt Fei Long. Und El Fuerte, irgendein spanischer Koch, Wrestler, keine Ahnung. Das ist einer der neuen Charaktere, der ein sehr komisches Moveset hat, viele Griffe. Ist wahnsinnig flink, aber hat gegen Fei Long halt keine Chance. Also zum Teil sind die Charaktere und auch die Dialoge sehr witzig gestaltet. Auch gibt es einen neuen, ich weiß gar nicht wie er heißt, der ist jedenfalls ziemlich fett und hat das auch zu seinem Vorteil zu nutzen. So, da hat man einen Griff gesehen, das finde ich sehr schön. Kann gut ausweichen mit dem halt. Das war's jetzt auch schon wieder von Street Fighter 4. Damit möchte ich mich verabschieden von G-Zone. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen einen Einblick gegeben in Street Fighter 4. Wobei ich gar nicht weiß, welches das dritte Street Fighter ist. Ist aber auch egal, es macht eine Menge Spaß. Mein Fazit ist positiv. Und der Cell-Shading-Look kommt auf jeden Fall gut rüber. 2D ruled immer noch. Und deswegen... Haut rein! Man sieht sich demnächst. Entschuldigung. Ciao.